Also, ich habe mir für den heutigen Abend natürlich ein Thema ausgedacht. Es wird sich wie öfter schon auf die Durchschauung und das Verständnis der Daseinswirklichkeit beziehen. Ich möchte da insbesondere ein unser Leben sehr, sehr stark prägendes Denkmuster hinweisen. Denn die eigentliche Gefangenschaft, in der wir uns befinden, ist gar nicht äußerlich, die ist innerlich und das sind unsere Denkgewohnheiten. Und da ist ein Denkmuster von besonderer Qualität dabei, nämlich das Denkmuster Welt. Und das will ich heute Abend mal angehen, weil das eines der Gewohnheiten oder eine der Gewohnheiten ist, die man wirklich kennen muss und vor allen Dingen knacken muss. Und ich fange mal damit an, ein paar Assoziationen einfach in Erinnerung zu rufen, die wir mit dem Wort, mit dem Begriff Welt verbinden. Da ist zunächst mal die unbelebte Natur, also der Weltraum, die Sterne, die Galaxien, die physikalischen Phänomene, die sich da tun. Dann ist die belebte Natur natürlich. Also die Tierwelt, Pflanzenwelt, dann ist auch die belebte Natur nochmal da, weil wir Menschen uns ja auch irgendwo dazu zählen. Und zur Welt gehört auch das, was die Menschen schaffen, also die Städte, die technischen Einrichtungen, was es alles gibt. Und wenn man das weit fassen will, auch das, was der Mensch an Geistigem produziert. Das gehört alles zu dem Begriff Welt unmittelbar dazu. Und wir haben alle das Gefühl oder so das Grundempfinden, dass Welt etwas Ganzes ist, das Ganze eben etwas Rundes, wo alles dazugehört. Und da gibt es ja auch das schöne Wort Universum. Welt ist das Universum und das lateinische Wort Universus sagt ja nichts anderes als gesamt alles. Und das deutsche Wort All ist ja auch eines, das sehr umfassend ist, das alle physikalischen Erscheinungen beinhaltet, aber auch alle geistigen Dinge. Also das Weltall und das geistige All gehört zu dem, was wir Universum nennen. Und mit diesen Assoziationen in Bezug auf die Sache selbst verbinden sich auch viele Assoziationen, in welchem Verhältnis wir dazu stehen. Das ist auch ganz merkwürdig und ganz entscheidend eigentlich. Auf der einen Seite ist die Welt etwas Riesengroßes, Gigantisches. Und der Mensch wird oft beschrieben als winzig klein. Ja? Wie oft habe ich schon gelesen, der Mensch ist doch im Grunde nichts anderes als ein Staubkörnchen im Universum. Und entsprechend fassen wir die Welt auch als mächtig auf. Und der Mensch ist eben ohnmächtig, er ist ausgeliefert, er ist abhängig von dem, was sich um ihn herum tut. Und das Ganze macht es auch deshalb schwierig, weil wir dann das Empfinden haben, ja, das Leben zu bewältigen ist doch eine gefährliche und mühsame Sache, wenn sie denn überhaupt gelingt. Aber das Thema kann man natürlich mit ganz unterschiedlichen Horizonten betrachten. Und der Buddha war für mich einer, der den weitesten Horizont hat. Und deshalb habe ich ihn auch herangezogen, wie immer, weil er auch uns erklärt, was wir unter Welt zu verstehen haben. Und er sagte zum einen, Welt ist sehr, sehr viel mehr, als wir glauben. Zum anderen ist Welt etwas ganz, ganz anderes, als wir glauben. Und zum Dritten unsere Beziehung, also Ich-Welt-Beziehung, ist wiederum etwas anderes, als man normalerweise denkt. Und darüber will ich heute Abend ein bisschen sprechen. Wir sollten uns klar sein, dass das Weltbild, mit dem wir aufgewachsen sind, im Umbruch ist. Auf der einen Seite erweitert sich dieses Bild ganz enorm.
Wenn man etwa an die Astrophysik denkt, die in unglaubliche Weiten des Raums vordringt und da Phänomene beschreibt und untersucht, von denen man vor 50 Jahren noch nicht mal eine Ahnung hatte. Also im ganz Großen ist das Bild weiter geworden. Und auch im ganz Kleinen, wenn man mal die Physik nach der anderen Richtung hin guckt und die atomare Forschung, wo man sich mit den kleinsten und flüchtigsten Teilen der Materie beschäftigt. Auch da ist eine Menge von Erweiterung unseres Weltbildes in den letzten 50 Jahren hinzugekommen. Auf der anderen Seite, und das scheint mir fast noch wichtiger, leben wir in einer Zeit, wo weite Teile, die früher selbstverständlich waren, die zu unserer Anschauung selbstverständlich dazugehören, mittlerweile aussortiert werden. Also alles das, was so jenseits genannt wird, das wird als irrational und nicht real weggefegt. Also Himmel und Hölle sozusagen, die vor 100 Jahren jedem Menschen noch eine selbstverständliche Realität waren, Klammer, den meisten, ja, ist heute nicht mehr in, spielt gar keine Rolle mehr. Das Interessante ist, dass dieses Phänomen auch im buddhistischen Kontext so ist. Da wird vielfach ja auch gesagt, ach schön, dass wir damit nichts mehr zu tun haben. Das bedeutet aber lebenspraktisch, dass sich unsere Auffassung von dem Dasein stark reduziert auf physisches Dasein, wobei für viele das Geistige nicht ausgeklammert ist, aber ein sekundäres Phänomen, das im Zusammenhang mit der Materie irgendwann mal entsteht und sozusagen nebenher läuft. Das heißt mal ein bisschen überspitzt. Und die andere Konsequenz ist, dass wenn die Menschen über Leben reden, über das Leben reden, sie das dann reduzieren auf das menschliche Leben. Und, ja, die Tiere gibt es auch noch, manche sagen, ja, die Pflanzen gibt es auch noch. Und da ist der Buddha so etwas wie ein Restaurator, der ein Weltbild, das mittlerweile in eine Schieflage gekommen ist, weil es vieles Reales ausklammert, sozusagen wiederherstellt, indem er den ganzen transzendenten Teil der Existenz wieder sozusagen ins Leben ruft oder uns wieder bewusst macht. Und um das ein bisschen deutlicher zu fassen, will ich in der folgenden, weiß ich, halben Stunde oder so, über 2x3 Welten reden. Um zu zeigen, ich habe vorhin gesagt, Welt ist mehr als wir glauben. Und das mache ich deutlich, indem ich über 2x3 Welten rede. Und tatsächlich spricht der Buddha fast wie selbstverständlich von einer Dreiteilung dessen, was wir Welt nennen. Er spricht von einer menschlichen Welt, das ist das, was uns vertraut ist, wo wir zu Hause sind. Aber er spricht auch von einer untermenschlichen Welt und von einer übermenschlichen Welt. Das heißt, dass nicht menschliche Lebensformen, seien sie unter unserem Niveau, seien sie über unserem Niveau, eine nach seiner Aussage realistische, reale Gegebenheit ist. Kein Fantasieprodukt, sondern eine Gegebenheit, die denselben Realitätsgehalt hat, ich sage denselben Realitätsgehalt hat, wie die menschliche Existenz auch. Es ist wichtig, das so zu betonen, vielleicht merkt ihr das nachher noch. So, wenn man sich fragt, nach welchen Kriterien sagt man denn oben mit unten, dann ist das wichtigste Kriterium, dass der Erwachte darauf aufmerksam macht, dass das, was die Wesen an Wohl und Wehe erfahren, sehr, sehr unterschiedlich verteilt ist, je nachdem, auf welcher Ebene sich man gerade befindet. Wir Menschen mit einer mittleren Position erleben angenehmes, schönes Glück und Wohl, aber gleichzeitig auch unangenehmes Schmerz, Leid. Sozusagen eine Mixtur von beidem. Und dann gibt es das, was die untermenschliche Daseinsqualität ausmacht, wo sich dieses Verhältnis quasi ins Negative verkehrt, wo es Formen von Leid gibt, die man sich nicht vorstellen kann.
Und umgekehrt gilt, dass es in den Deva-Bereichen Erlebnisformen gibt, die von Wohl, von Glück, von Zufriedenheit geprägt sind, die man sich auch wieder nicht vorstellen kann. Und damit, sage ich nochmal, ist das Weltbild, wenn man diesem Vorschlag des erwachten Realität zu sehen folgt, damit wäre das Weltbild, das ein bisschen in die Schieflage gekommen ist, wieder ins Lot gerückt, weil das Ganze der Existenz wieder in den Blick gerückt ist. Nicht nur das, was unmittelbar vor Augen ist, nicht nur das, was grobstofflich mit den äußeren Sinnen wahrnehmbar ist, gehört dazu, sondern auch weite Bereiche der Realität, die mit einem feineren sinnlichen Sensorium oder mit dem Geist erkennbar sind, aber nicht mit dem Auge und mit dem Ohr. Und das Bemerkenswerte dabei ist, dass die meisten Wesen, die leben, gar nicht in dieser sichtbaren Welt leben, sondern in einer Welt, die uns nicht unmittelbar zugänglich ist, zumindest den meisten von uns nicht. Und das ist ein zweites Kriterium, wie man die beiden Welten oder die drei Welten unterscheiden kann, dass es nämlich einen großen Sektor gibt, den wir unmittelbar erkennen, wo wir sagen, ja, da bin ich zu Hause, das sehe ich, das höre ich, das kann ich unmittelbar direkt erleben. Und einen größeren Existenzbereich, der, wie gesagt, uns nicht unmittelbar sinnlich zur Verfügung steht, wovon wir Kunde haben durch andere, die erfahrener sind, die ein größeres, sensibleres Gespür und Wahrnehmungsfähigkeit dafür haben. So, diese drei Arten von Existenz sind in unserer Kultur oder waren zumindest in unserer Kultur relativ bekannt. Himmel, Hölle und Erde war etwas sehr Geläufiges, ist nur in Vergessenheit geraten. Aber die drei anderen Welten, von denen ich jetzt sprechen möchte, sind weitgehend unbekannt. Die sind auch nur viel erklärungsbedürftiger als das andere, was ich eben erwähnt habe. Und diese drei Welten spielen auch in den Religionen gar keine so große Rolle, sondern nur in den mystischen Traditionen der Religionen. Und sie sind, was unsere Verständnisfähigkeit angeht, noch viel, viel weiter weg als Himmel und Hölle. Ja, und deshalb will ich die nur ein bisschen aufbereiten, wobei der Schwerpunkt natürlich sich auf das bezieht, was zu unserem Erfahrungshorizont mehr gehört. Und diese drei Welten kann man mit deutschen Begriffen in etwa so kennzeichnen. Das ist die Sinnensuchtwelt, Kama-Loka, sagt der Buddha dazu. Das ist die brahmische Existenz, das ist die Welt der reinen Formen, Rupa-Loka. Und dann ist ein Existenzbereich, der sehr, sehr weit entfernt ist von unserem Verständnis. Das ist die sogenannte formfreie Welt, Arupa-Loka. Und das wollen wir uns ein bisschen näher mal angucken. Wie gesagt, ich lege den Schwerpunkt auf das, was die Sinnensuchtwelt genannt wird, Kama-Loka, wo wir quasi zu Hause sind. Und mit der wir so vertraut sind, dass wir normalerweise gar nicht denken, es gäbe noch eine andere Möglichkeit, sondern wir empfinden, das ist das Leben, doch wir kriegen es noch mit und was anderes ist doch gar nicht vorhanden. Das Entscheidende dabei ist, dass in dieser Welt eine Dualität erlebt wird. Es wird ständig eine Zweiheit erlebt, nämlich von Ich und Welt. Also ein Gegenüber von zwei scheinbar völlig unabhängigen Phänomenen. Und die Verbindung zwischen beiden wird hergestellt über unsere Sinnesfähigkeiten. Die Sinne nehmen sozusagen die Welt auf und die Menschen leben von dem, was sie erleben. Sie finden ihr Glück in dem, was sie Welt nennen, haben aber auch ihre Schwierigkeiten mit dieser Welt und versuchen, das Äußere entsprechend ihren Wünschen zu verändern. Das nennt man Arbeit, was auch immer. Oder wenn das nicht geht, versuchen sie sich entsprechend diesen Gegebenheiten selbst anzupassen. Und die drei
nenn's mal die drei kleinen Welten, die ich vorhin genannt habe, die finden sich im Wesentlichen hier wieder. Das ist sozusagen nur eine Unterabteilung von dem Gesamtsystem, was der Buddha Existenz nennt. So, ich hatte schon mal angedeutet, dass die Befriedigungsmöglichkeiten sehr, sehr unterschiedlich sind. Die Bezogenheit der Wesen auf die Welt besteht ja darin, dass sie dort Befriedigung suchen, dass sie ihre Anliegen dort erfüllt sehen wollen. Aber wie das geschieht, ist in diesen verschiedenen Daseinsebenen außerordentlich unterschiedlich. So heißt es, wenn der Buddha das definiert oder beschreibt, für die sogenannte Hölle so, da gibt es nichts als Qual, Pein und Schmerz. Für das Tierreich schon ein bisschen höher, Qual, Pein und Schmerz. Und für das Peterreich, das gehört alles noch zu den unteren Daseinsebenen, wird von viel Qual gesprochen. Bei den Menschen, und wir befinden uns sozusagen mittendrin, in der Mitte, da heißt es schon positiv, Kummer und Glück im Wechsel, da ist viel Glück. Also wir sind schon zu den Wesen gehörig, denen es einigermaßen gut geht. Wir bräuchten gar nicht zu meckern. Aber da wird auch von den Gottheiten gesprochen, wo es weitestgehende Erfüllung aller Anliegen, aller Wünsche gibt. Und da heißt es bei dem Erwachten, dort wird erfahren, nichts als Glück. So, also da haben wir jetzt die Bandbreite, nur allein in der Sinnenwelt, von nur Leiden bis nur Glück, und wir wabern irgendwo so da im Mittelfeld rum. Ein zweiter interessanter Aspekt bei diesem Thema ist die Frage, wie ist es denn möglich, dass die Wesen das Glück, das sie suchen, oder die Freude, die sie suchen, auch erfahren? Jetzt gibt es ja 1000 Möglichkeiten, würde mich eine Woche beschäftigen, das alles darzustellen. Ich will es nur an zwei Beispielen mal exemplarisch darstellen. Natürlich fange ich wieder bei den Menschen an, wo ich sagen muss, da ist Freude doch eher ein mühsames Geschäft. Wenn man es denn überhaupt kriegt, dann muss man was dafür tun, man muss sich anstrengen, man muss sich ins Zeug legen, man muss da draußen rumgucken in der Welt, ob es das überhaupt gibt, was man da will. Und das ist schon das zweite Stichwort, man kann sich nur über das freuen, was es in der Welt da draußen gibt, was nicht da ist. Selbst wenn ich Glück habe, kann ich mich gar nicht drüber freuen, weil es nicht da ist. Und jetzt komme ich zu dem anderen Extrem, wir sind immer noch im Sinnensuchtbereich, das sind die schaffensfreudigen Götter. Das ist eine Wesensklasse von ganz besonderer Art, denn die erzeugen sich unmittelbar das, was sie wollen. Also wenn die sich vorstellen, ach, ich hätte jetzt gern mal, dann ist es da. Klammeranmerkung, es gibt eine Passage in einem Märchen, da hieß es, zu Zeiten, als das Wünschen noch half oder so ähnlich, als Wünschen noch was brachte. Das ist so ein Abglanz davon. Das sind Wesen, die unmittelbar aus ihrem Wollen heraus das erleben, was draußen ist. Sie haben also auf der einen Seite gar keine Mühe mit dem, was sie haben wollen, weil es sich aus ihrem Inneren quasi heraus manifestiert, und sie müssen sich vor allen Dingen nicht begnügen mit dem, was sie vorfinden da draußen, sondern sie machen sich das selbst. Deshalb heißt sie schöpfungsfreudig. Sie schaffen sich ihre Welt selbst. Und damit haben wir, wenn man das jetzt mal ein bisschen analytisch betrachtet, besonders bei dem letzten Beispiel, zwei wichtige Einsichten in das, was wir Welt nennen. Ich habe ja vorhin so ein bisschen assoziiert, und hier wird mal ein bisschen schon tiefer gezeigt, was Welt eigentlich ist. Die erste Erkenntnis, die sich zeigt, ist, gerade bei den Schaffensfreudigen sieht man es, die Welt ist ein Produkt. Ist nicht einfach so da, schwirrt nicht irgendwo in der Gegend rum, sondern sie ist eine Schöpfung. Sie ist karmische Schöpfung.
Nicht? Und bei diesen Schattenfreudigen geht es aus dem Wünschen unmittelbar in Realität über. Da sieht man den Zusammenhang. Und bei uns ist der Zusammenhang so verdeckt, dass wir gar nicht merken, dass das, was wir an Welt erleben, alles unsere eigene Schöpfung ist. Wir sehen es nur, wenn wir eine Wand streichen. Da wissen wir, ja, das habe ich jetzt gestrichen, deshalb ist sie weiß. Da merken wir den Zusammenhang Ursache-Wirkung. Aber alles, was uns sonst umgibt, nicht, da meinen wir, das ist doch da, das war vorher schon da und ist unabhängig von mir. Und das Zweite ist, was wir an Erkenntnis aus diesem Beispiel sehen, ist, dass bei den Schaffensfreudigen Welt und ich ganz nah zusammengerückt sind. Während es bei uns, bei den Menschen, strikte Trennung gibt, oder wir empfinden es so, hier bin ich und da ist es draußen, ist es bei den Schöpfungsfreudigen fast gar nicht mehr unterscheidbar. Weil das, was sie wollen, ist, was sie denken und wünschen, erscheint. Sodass diese äußere Welt fast gar nichts anderes ist als der nach außen projizierte Wunsch. Also wo ist da die strikte Trennung? Mach da mal einen Punkt, weil das Thema ist endlos. Wir wollen ja einen Überblick haben. Ich komme deshalb zur Welt der reinen Formen. Nicht? Ich habe vorhin gesagt, der Buddha nennt das Rupa Loka Formen. Deshalb, weil es da auch noch etwas Gestaltetes gibt, also etwas Formhaftes vorhanden ist. Aber in diesen Erlebensbereichen reduziert sich das faktisch auf Licht, weil Licht ist ja die feinste Art, die feinste Variante von Materie. Und dort taucht Licht auf, im Wesentlichen in den reinen Farben. Licht ist dort Farbe, blau, gelb, rot und weiß, je nachdem, in welcher Ebene man sich da befindet. Und die Wesen, die werden ja dort Brahmas genannt, das sind Lichtgestalten in einer lichten Welt. Ja, Karma ist das, was wir erleben, durch äußere Sinne, dem wir Welt war. Bei den Brahmas ist die Welt etwas nur Vorgestelltes, was sozusagen aus dem Geist unmittelbar hervorgeht. Und die Brahmas haben einen vorgestellten Leib. So wie sie sich wünschen, dass sie aussehen, dass sie sind, so sind sie, weil es da diese Trennung, die es bei uns ja gibt, das bin ich jetzt seit wie viele Jahrzehnten mit kleinen Änderungen, aber so ein festes Gestell, das bin ich, kann man bei den Brahmas gar nicht sagen, feststellen. Und es wird von reinen Formen gesprochen, weil anders als es bei uns ist, die wir an den äußeren Formen unser Vergnügen haben, wir wollen Dinge sehen, schmecken, hören, riechen, tasten, ja, damit haben Brahmas nichts zu tun. Die wollen nicht irgendwas betatschen oder beschnüffeln oder ja, das spielt da keine Rolle, sondern sie wollen denken, ja, sie wollen vorstellen, sie wollen die Dinge aus ihrem Geist heraus erzeugen. Das Entscheidende dabei ist, wenn man die Quintessenz zieht aus dem, was ich da jetzt euch vorstammle, die Quintessenz ist, dass wir abhängig sind vom Haben. Wir wollen haben von dem, was die Welt zeigt. Die Brahmas wollen nichts haben. Die wollen sein. Sie leben aus Sein und nichts von haben. Sie wollen Lichtwesen sein. Sie wollen aus einer inneren Herzensqualität heraus leben und nicht aus dem, was so eine sogenannte äußere Welt da mit sich bringt. Wenn die überhaupt noch auftaucht, ja, dann ist die etwas völlig Nebensächliches. Ich habe eben von den Herzensqualitäten der Brahmas gesprochen. Es sind genau diese Qualitäten, die sie unabhängig machen von äußeren Erscheinungen. Denn wer alles Wohl, das er sucht, in sich hat, und das haben Brahmas, das ist völlig uninteressant, was da irgendwo da in einem scheinbaren Raum- und Zeitgefüge sich da tut. Völlig nutzlos.
Und Brahmas sind ja angefüllt, hätte ich fast gesagt, von Metta, von Karuna, von Mudita und von Upeka, dass sie nichts anderes mehr brauchen. Und wenn ihre Herzensqualität so ist, dass sie auch, was sie meistens tun, sich in den meditativen Versenkungen befinden, ja, dann ist eine sogenannte äußere Weltwahrnehmung überhaupt nicht da. Welt ist für diesen Zeitraum völlig verschwunden. Ihr merkt schon an diesen wenigen Beispielen, wie sich unser primitives Bild von Welt da völlig auflöst. Es ist in Dimensionen hineingeht, die mit dem gewohnten Wort überhaupt nichts mehr zu tun hat. Bleibt ein letztes nachzutragen, das ist die sogenannte formfreie Welt. Die will ich nur nennen, weil die ist so weit von unserem Verständnis entfernt, so weit von unserer Erfahrung entfernt, dass man da nur ein paar Worte sagen kann, damit was gesagt wird. Aber ich muss euch gestehen, wenn ich es besser verstehe, werde ich es besser erklären, wenn das überhaupt je in diesem Leben noch passiert. Wie der Name sagt, Arupa Loka, eine Welt ohne Form. Das heißt, da gibt es nichts Gegenständliches mehr. Nicht, was einem gegenübersteht, was man wahrnehmen könnte. Da gibt es keine Vielfalt mehr. Da gibt es nur noch Einheit. Die Wesen erfahren im Grunde nur sich selbst. Und sie erfahren, komisches Wort, aber ich kann es jetzt gar nicht anders ausdrücken, sie erfahren die Strukturen des eigenen Geistes, wie das sozusagen aufgebaut ist. Und die Stichworte habt ihr schon gehört. Raumunendlichkeit, Bewusstseinsunendlichkeit, Nicht-Etwasheit, weder Wahrnehmung noch Nicht-Wahrnehmung. So, wer es erklären kann, näher sollte das bitte bei Gelegenheit mal tun. Ich erwähne es nur, um zu zeigen, was alles zu dem Gesamtkomplex gehört, was wir Welt nennen und dass wir in der fast aller primitivsten Art und Weise erleben, die man sich überhaupt vorstellen kann. Vom Gefühlswert geht es noch schlimmer. Aber von der Art der Verblendung und des Nichtswissens und der Ahnungslosigkeit hinsichtlich der Realität sind wir ziemlich am Ende. Ich versuche das nochmal zusammenzufassen, dass wir diese drei Blöcke, die der Buddha jeweils Loka nennt, dass wir die nochmal richtig unterscheiden können, so was die Kernpunkte angeht. Also, Sinnensucht-Welt, das ist die Welt der Begegnung. Wesen stehen einer Welt gegenüber. Ich steht einer Welt gegenüber. Und die Formen, die da auftauchen, die sind grob und fest und hart, und wenn man mit dem Kopf dran knallt, tut es fürchterlich weh. Und die Herzensqualität, die diese Welt erzeugt, ist Karma, Sinnensucht, das Erleben wollen von sinnlichen Dingen. Dann die Brahma-Welt, Brahma, Opa, Upa, Loka. Hier sind Ich und Welt keine Gegensätze mehr, sondern sind, wenn man so will, zwei Pole ein und derselben Sache. Weil sich die Brahmas gar nicht als der Welt gegenüber sehen, sondern die Brahmas sich als eins mit der Welt empfinden. Nicht ich und du ist was anderes, sondern es heißt ich und du Gleichheit. Nicht? Der Körper eines Brahmas ist nichts anderes als die sogenannte äußere Welt. Das ist sozusagen eine Einheit. Also hier in der Brahma-Welt ist das Einheitserleben vorhanden. Die Form, die da erscheint, die habe ich erwähnt, das ist die eine Lichtform. Und die Herzensqualitäten ist das, was an ja, Liebe, Güte, Mitempfinden, Freude und Gleichmut die Wesen prägt. Und der formfreie Bereich, ja, ich erwähne nochmal, da ist es so, dass der Erwachte definiert, das ist eine Welt, wo eigentlich gar keine Welt mehr ist,
weil alles, was wir normalerweise dazu zählen, das Gestaltete, völlig weggefallen ist. Diese Wesen nehmen praktisch nur sich selbst wahr, ihre eigene innere Struktur. Es ist eine Welt ohne Welt. Irre, aber es gibt's auch. So, das war mal ein kleiner Überblick über das, was wir dreimal oder zweimal drei Welten nennen können, damit man mal eine ungefähre Ahnung hat, was sich alles hinter diesem Wort mit den vier Buchstaben im Grunde verbirgt. Aber der Buddha wäre nicht der Buddha, wenn das jetzt schon alles wäre. Im Grunde geht's da los jetzt. Und ich will einen kleinen Perspektivwechsel jetzt vornehmen, indem ich das eine oder andere, was ich jetzt im Überblick gezeigt habe, nochmal aus einer bestimmten Perspektive angehe und auch das ein bisschen vertiefe und noch ein Stück weit erweitere. Und dazu nehme ich als Hilfe einen ehrwürdigen Mönch, der Samiti hieß, der offensichtlich auch sich um dieses Thema Sorgen gemacht hat und Fragen hatte, und der ist zu dem Buddha hingegangen und hat ihn befragt. Und die Antworten sind, glaube ich, sehr interessant. Also dieser Samiti fragt jetzt, Welt, Welt sagt man, was ist denn nun, o Herr, unter Welt zu verstehen? Der Buddha antwortet, wo es Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körper, Geist gibt, wo es Formen, Töne, Düfte, Säfte, Gegenstände, Dinge gibt, wo es das sechsfache Bewusstsein gibt, und die durch es bewusst werdenden Dinge, da ist Welt. Und das ist unter diesem Begriff zu verstehen. Das hört sich schon ein bisschen anders an, als was ich vorher gesagt habe. Weil jetzt Welt gar nicht mehr identifiziert wird, was mit irgendetwas, was da rumfliegt. Ja? Sondern hier wird Welt nicht als objektive Größe verstanden, sondern als eine psychische Gegebenheit. Da, wo psychische Prozesse sind, da ist Welt, nur da ist Welt. Und zu diesen psychischen Prozessen gehören drei Grundkomponenten. Das sind einmal die Sinne, die Sinnesfähigkeiten, die Sinnesdränge. Dann sind die entsprechend dazugehörenden Objekte. Und da ist die Funktion des Geistes, Vijnana, die beides immer wieder zusammenbringt. Und aus dem Zusammenspiel dieser drei Komponenten, da entsteht erst Welt. Mit anderen Worten, Buddha identifiziert hier Welt mit einem Vorgang des Erlebens oder der Wahrnehmung, nicht da ist die Welt und ich nehme sie auch noch wahr, wenn ich hingucke. Ja? Nicht die Welt ist da außerhalb von mir und wenn ich sterbe, dann dreht sich die Erde weiter. Ja, die kümmert sich nicht um mich. Sondern Welt ist nichts anderes als das Gesamtergebnis all dessen, was gehört, gesehen, gerochen, geschmeckt, getastet und gedacht wird. Daraus setzt sich dieses seltsame Phänomen zusammen. Aber unser Samiti ist noch nicht zufrieden, er hat noch mehr Fragen. Wesen, sagt man. Wesen. Was hat man denn, o Herr, darunter zu verstehen? Überraschende Antwort. Bloß Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körper, Geist gibt und all das, was ich vorhin genannt habe. Da kann man von Wesen sprechen. Das heißt, der Buddha gibt auch eine ganz andere Frage, dieselbe Antwort, genauso wenig wie die sogenannte Welt an sich objektiv da ist, sind die Wesen an sich objektiv da, sondern mit dem Prozess des Wahrnehmens, des Erlebens, tauchen auch die Wesen auf. Nochmal, um das ganz deutlich zu machen, wirklich ist im Grunde nur der Erlebensvorgang mit deren Bedingungen. Und dieses Erleben, dieses schafft ein Gesamtpaket, in dem Ich und Welt vorkommen.
Und in diesem Erleben wird die eine Seite als innen, als hier und subjektiv empfunden und die andere Seite wird als dort und draußen und objektiv empfunden. Und der Geist in seiner Dummheit deutet das eine als Ich und das andere als Welt. Und dann ist eine Sache, die an sich zusammengehört, gespalten in zwei Dinge, die sich gegenüberstehen, mit all den Problemen, die sich daraus ergeben. Also Welt ist die Einheit von Wahrnehmendem, wenn man so will, mit dem Wahrgenommenen. Dann ist es die Sache, um die es geht und nicht diese irrtümliche Auffassung, der wir uns oft befinden. Um das nochmal auf unsere Denkmuster beziehen, wenn wir dem nachgehen, was der Buddha sagt, fallen dann so bestimmte Denkmuster weg. Ich bin in diese Welt hineingeboren und irgendwann werde ich aus dieser Welt mal wieder rausfallen. Nicht? Oder was ich vorhin gesagt habe, naja, wenn ich mal tot bin, ist zwar nicht so schön, aber die Erde dreht sich weiter, die Welt juckt sich da dran nicht. Und es ist ja völlig falsch zu sagen, ich nehme die Welt wahr, sonst gilt immer nur, da ist ein Erlebensvorgang, in dem ich und Welt beide zusammen vorkommen. Samiti fragt weiter, und deshalb muss ich euch das sagen, was er fragt. Er fragt nämlich jetzt, was ist denn Maro? Und er fragt, was ist denn Leiden? Ich brauche nicht zu wiederholen groß, was der Buddha antwortet. Nicht? Wo es Auge gibt und Ohren und Nase und Zunge und. Da ist Maro und da ist Leid. Und jetzt wird es natürlich interessant insofern, als alles, was ich vorher gesagt habe, jetzt nicht akademische Doktorenfragen sind, die die Philosophen irgendwo in ihrer Fakultät bereden, sondern es sind Fragen, die uns unmittelbar existenziell angehen. Denn wenn wir in dieser fixen Idee sind, die ich beschrieben habe, wenn wir glauben an Ich und Welt, dann haben wir zugleich zwei große Lasten uns aufgeladen. Und die eine Last heißt Maro. Und der steht ja, das ist ja die Personifikation von Tod und Vergänglichkeit. Und die andere Last ist Dukkha, ist Leiden. Also wenn wir in dieses System von Ich und Welt verflochten sind, sie nicht durchschauen, uns nicht davon befreien, sind wir im Leiden drin und kommen nicht dabei rum. Ich habe von den psychischen Prozessen gesprochen, die Ich und Welt erzeugen. Ich kann die heute nicht nochmal im Einzelnen nachvollziehen. Vielleicht erinnert ihr euch, dass wir in seinem Buch im Zusammenhang mit der M18 das sehr, sehr ausführlich gemacht haben, wie das im Einzelnen stattfindet. Könnt ihr vielleicht gelegentlich bei Interesse nochmal nachhören. Aber ich will den entscheidenden Punkt nochmal herausgreifen, damit uns der deutlich wird, wie das Ganze zustande kommt. Das ist im Samyutta Nikaya 12,15 steht das. Zwanghaft auf die Dinge zugehen, sie ergreifen, sich ihnen heimisch machen, das ist im Grunde diese Welt. Oder nochmal eine andere Übersetzung, die PD mal gemacht hat. Die Gewohnheitsbande, immer heranzutreten, zu ergreifen, sich anzueignen, dabei zu bleiben, das ist praktisch diese Welt. Also etwas ganz, ganz anderes, als wir im Lexikon lesen. Oder was wir in der Schule lernen oder was wir auch glauben, wenn wir spontan gefragt werden, du, was ist die Welt? Und das besagt nichts anderes, als dass die Fortsetzung des Weltkinos, das ist ja auch ein Punkt, das geht ja immer weiter, hört ja nicht einfach auf. Die Fortsetzung dieses Weltbildes ist abhängig von der Art und Weise, wie die Wesen mit diesen projizierten Bildern umgehen. Denn die lassen sie ja nicht einfach an sich vorüberziehen. Es ist so, dass die Wesen und wir alle diese Phänomene immer wieder
bekräftigen, weil wir unsere Beziehung zur Welt immer wieder neu bestätigen. Nicht? Wenn wir das eine wollen und das andere ablehnen, uns an dem einen befriedigen, bei dem anderen ärgern, wenn wir zu dem einen Ja sagen und Nein sagen, das eine begrüßen, das andere in die Wüste schicken wollen, haben wir in jedem Moment das, was an Weltphänomenen aufgetaucht ist, ergriffen, damit in die Zukunft geschickt, damit sozusagen in eine Umlaufbahn geschickt, und wir können sicher sein, dass das alles irgendwann wieder auf uns zukommt. Und das habe ich vorhin schon gesagt, Welt ist im Kern durch Ergreifen gemacht. Welt ist eine Schöpfung, ist ein Produkt, ist das Wirken von Karma. Und wenn man es im Tiefsten sieht, kann man sagen, Welt ist das in Erscheinung treten von früher Getanem oder das in Erscheinung treten von früher Ergriffenem. Das ist Welt und nichts anderes. Jetzt gibt es ein Risiko dabei, dass man gleich wieder in ein anderes Denkmuster fällt, das genauso falsch ist, was man auch manchmal hört. Ist das Denkmuster, ja, dann ist es ja so, dass ich die Welt schaffe. Ja, ich bin der Produzent der Welt. Wäre natürlich falsch, weil auch das Ich selbst Teil dieses Gesamtprozesses ist. Der Buddha sagt ja, Maler, Herz malt. Es sind also die psychischen Kräfte, die Chitta-Kräfte, die diese Bilder neu produzieren. Und zu diesen Bildern gehören eben diese zwei Teile, Ich und Welt, gemeinsam. Man könnte sagen, Welt ist eine fixe Idee. Und wie das mit fixen Ideen ist, sie lassen uns nicht los und machen nichts als Kummer. Das ist der Punkt. So, Frage, was nun? Was tun? Wie damit umgehen? Aber der archimedische Punkt, an dem man die Welt sozusagen aus den Angeln heben kann, habe ich schon angedeutet, das ist indirekt schon gesagt. Wenn das Ergreifen von Welt Fortsetzung von Welt ist, dann ist das Nicht-Ergreifen von Welt auch Beendigung von Welt. Und das ist aus einem ganz bestimmten Grunde auch möglich, dieses Nicht-Ergreifen. Das hat er erwacht in einem berühmten Satz aus der M96 uns mitgeteilt. Eine weltüberlegene Fähigkeit, die zum Wesen des Menschen gehört, lehre ich ihn nützen. Eine weltüberlegene Fähigkeit, die zum Wesen des Menschen gehört, lehre ich ihn jetzt. Dieser Satz erklärt ja unsere Standardvorstellung vom Ausgeliefertsein an die Existenz als für völlig abwegig. Wir sind nicht ausgeliefert, weil in uns eine Fähigkeit vorhanden ist, die der erwachte Lok Uttara nennt. Weltüberlegen oder überweltlich. Die ist dem normalen Menschen völlig unbekannt, deshalb beachtet er sie nicht, deshalb nutzt er sie nicht. Und das ist der Grund, warum ein Buddha lehrt, weil er sagt, die Möglichkeiten habt ihr, ich zeige euch, wie es geht, ich zeige euch, wie ihr das ständige Ergreifen nach Dasein und damit das ständige Ergreifen von Dukkha aufgeben könnt. Und das will ich noch ein bisschen spezifizieren, worin diese weltüberlegene Fähigkeit besteht. Im Kern besteht sie in einer besonderen Fähigkeit des Geistes. Ihr kennt die Worte, habt bestimmt schon gehört, Ajoniso Manasikara und Yoniso Manasikara. Das Alltagsdenken, das würde der Buddha Ajoniso Manasikara nennen, ist ein Denken, das die Aufmerksamkeit unmittelbar nur auf die jeweils vorhandenen Phänomene legt. Also was so oberflächlich da auftaucht. Und da ist der Geist interessiert, welches Verhältnis steht es zu mir? Bringt mir das was? Bringt es mir nicht? Ist es nützlich? Ist es nicht nützlich? Und der Geist wird die Frage stellen, wie kann ich das, was nützlich ist, kriegen? Und das, was nichts taucht, weg.
lassen oder beseitigen oder minimieren. Und der Geist schlägt vor, wie man vorgeht, um die angenehmen Gefühle zu produzieren, in die unangenehmen Gefühle einfach auszuschalten. Anders gesagt, der Geist dient hier den Drängen und Wünschen des Herzens. Er ist sozusagen Dienstleister des Herzens. Das Herz sagt, ich suche, ich brauche. Und der Geist sagt, na, da gucke ich mal, was sich machen lässt. Ajoniso, weil der Geist nicht auf den Schoß, nicht auf die Herkunft der Dinge schaut, sondern auf die Phänomene selbst und sich fragt, taucht es oder taucht es nicht. Demgegenüber steht das, was gründliche Aufmerksamkeit genannt wird, Yoniso Manasikara. Das ist die Tätigkeit des Geistes, die das Ganze sehen will, die die Hintergründe sehen will, die betrachtet, wo kommen die Dinge her, wo gehen sie hin, was sind die Ursachen, was sind die Bedingungen, was sind die Folgen. Und dieser Geist wird untersuchen, ja, was sind die langfristigen Auswirkungen von bestimmten Verhaltensweisen, Denkmustern etc. Nicht, was ist im Moment angenehm oder morgen überangenehm, sondern unterm Strich. Und der Geist, der auf der Suche ist nach der Herkunft, wird immer beim Chitta landen, wird immer bei den Kräften des Herzens landen, die ja die Ursprünge sind für die Welterscheinung. Und dieser Geist wird erkennen, dass Triebe das ist, was aufzulösen ist. Und da seht ihr die unterschiedliche Funktionsweise und die unterschiedliche Ergebnisse, die aus diesen beiden Formen des Geistes hervorgehen. Ajoniso Manasikara war Dienstleister im Sinne der Triebe und Yoniso Manasikara, da wird der Geist der Erzieher der Triebe. Er nimmt sie erst mal in den Griff und später sortiert er sie völlig aus. Und das ist der tiefste Hintergrund des Satzes, den wir am Anfang des Dhammapada finden, vom Denken gehen die Dinge aus. Ihr kennt das alles schon, habt ihr das schon gehört, aber ihr seht jetzt mal auch, wie die Dinge so ineinander greifen, wie das eine mit dem anderen zu tun hat. Vom Denken gehen die Dinge aus, warum? Man denkt, oder anders gesagt, bewertendes Denken schafft die Triebe, die Zuneigung und die Abneigung zu den Dingen. Daraus gehen die Verhaltensweisen, die Handlungen der Menschen und Wesen hervor. Daraus gehen die weltlichen Erscheinungen hervor und damit Glück und Leid. Das ist so der normale Vorgang. Aber umgekehrt, nicht, wenn der Geist nur merkt, wie die Zusammenhänge sind, dann wird er dieses Negative oder wird die Dinge realistisch bewerten. Er wird sie negativ bewerten. Damit werden auch keine Triebe, keine Dränge mehr zu den Dingen erzeugt. Damit fallen weg alle Handlungen und Verhaltensweisen, die zur Erlangung dieser Dinge notwendig sind. Und damit fallen auch die Erscheinungen. So einfach ist das. Ja, also jetzt habe ich es euch im Grunde gesagt, um was es geht. Ihr müsst es jetzt nur noch machen und dann ist es spät. Wir haben ein ganzes Jahr Zeit. Heute haben wir den 14. Also bis zum Ende des Jahres haben wir noch 11,5 Monate Zeit. Aber um zum Abschluss zu kommen, zur Entlastung, ich will noch mal kurz aufzeigen, dass dieser Prozess der Weltauflösung nicht mit einem Schlag passieren kann, nicht mit einem Ruck sich vollzieht, sondern ein unter Umständen langwieriger Abschichtungsprozess beinhaltet. Und der wesentliche Teil davon, den haben wir oft schon angesprochen, den lasse ich heute nochmal aus. Der wesentliche Anteil ist ja der ganze Sektor Sila. Weil da wird Welt erstmal gar nicht überwunden, das steht nun mal gar nicht an, sondern mit den Silas, mit der Einübung von angemessenen Verhaltensweisen, dann machen wir unsere Welt erstmal so harmonisch, dass man einigermaßen überleben kann. Ja, dann machen wir die einigermaßen konfliktfrei, um die tiefen Dinge danach angehen zu können. Und die will ich noch mal kurz nennen. Da erreicht ein Mönch abgeschlossen,
abgeschieden von den Sinnendingen die erste Vertiefung und erweilt darin. Von diesem Mönch wird gesagt, dass er das Ende der Welt erreicht hat, am Ende der Welt weilt. Doch andere behaupten, dass selbst dieser noch der Welt angehöre, der Welt noch nicht entronnen ist. Und auch ich erkläre, dass selbst dieser der Welt noch nicht entronnen ist, er ihr noch angehört. Ist ja zunächst mal ein Phänomen, denn was hier geschildert wird, ist ja für uns alle ein Riesenschritt, dass jemand in einer geistigen Verfassung ist, dass sie die meditativen Vertiefungen erlebt, die Schauungen erlebt und damit aus unserer Perspektive Welt tatsächlich überwindet. Wenn alle Sinne stillstehen, findet kein Welterlebnis mehr statt. Und dennoch sagt der Buddha, nee, zu kurz gegriffen, wenn du glaubst, dass es das schon wäre, aus zwei Gründen. Einmal, wenn du nicht belehrt bist und den Weg nach oben weitergehst, wirst du immer wieder in diese Sinnenwelt zurückfallen, bist nicht entronnen, sondern mal auf Urlaub gegangen. Und zum Zweiten, auch diese Ebene, die ich vorher zur brahmischen Existenz zugerechnet habe, die ist ja auch geworden, ist ja auch geschaffen, ist ja auch ein Produkt von Chitta, also noch Teil der Welt. Heißt auf Deutsch, man muss weitergehen. So, und dann wird das geschildert, dass man von der ersten in die zweite Vertiefung gehen kann, dann in die dritte und die vierte. Und immer gibt es Menschen, die dann sagen, das ist es jawohl, das vorher war primitiv, aber jetzt haben wir das wirklich erreicht, das ist das Ende der Welt. Und immer kommt der Buddha und sagt, nee. Von ganz draußen kannst du erkennen, dass das immer noch drin ist. Wenn man nur das kennt, meint man, ja, das ist so anders und so völlig unvergleichbar mit dem, was ich bisher erlebt habe. Das muss wohl das Ende der Welt sein. Und alle unbelehrten Mystiker behaupten das und sagen das, jawohl, wir haben die, manche nennen es die selige Ewigkeit oder die ewige Seligkeit erreicht, wie auch immer, alle glauben, das ist das Ende der Fahnenstange. Nur der Buddha nicht. Er gibt die Maßgabe, wann man wirklich sagen kann, jetzt ist over. Fernerhin erreichte ein Mönch nach völliger Überwindung des Gebietes der Weder-Wahrnehmung noch Nicht-Wahrnehmung die Erlösung von Wahrnehmung und Gefühl. Und nach weisem Erkennen sind ihm die Triebe zur Versiegung gelangt. Von diesem Mönch sagt man, dass er das Ende der Welt erreicht hat, dass er entronnen ist dem Haften an der Welt. Warum? Weil hier zum einen alle Erlebensformen, alle Erlebensinhalte aufhören, sagt er es nochmal, alle Erlebensformen, alle Inhalte des Erlebens, auch das der Arupa-Welt, das ist alles weg. Und es sind die Bedingungen komplett weg, die all diese Phänomene wieder erzeugen, nämlich die Triebe, Gyas und Verblendung. Also das ist das, was der Buddha Ende der Welt nennt. Und das ist identisch mit Nirvana, mit dem Verlöschen von Zuneigung, Abneigung und Verblendung. Erst dann ist Licht aus, obwohl es hell ist. Ja. Also wenn es Licht, da Licht aus ist, ist es hell. Ja. Und dann kann man sagen, ist die Welt überwunden. Dafür lassen wir uns noch ein bisschen Zeit, aber die Schritte, das sage ich euch, ja, die Schritte gehen wir, und wenn ihr Inspiration braucht, ja, so ein Tritt, dann muss nicht das sein, aber dann erinnert euch dran, was die Qualitäten von dieser und allen anderen sogenannten Welten beinhaltet. Es taucht nichts. Ja. Dankeschön, ihr wart tapfer.